Es gibt Tausende von Staatsanwälten in ganz Amerika. Und man braucht nur einen einzigen von ihnen, um Anklage zu erheben. Und zwar aus einem Bezirk oder einem Bundesstaat, in dem Soldaten gelebt haben, die im Irakkrieg gefallen sind. Deutschland, der US-Stützpunkt in Ramstein. Von hier aus flog die CIA Terrorverdächtige in die Folterkeller von Polizeistaaten. Damit wären Straftaten im US-Regierungsauftrag auch von deutschem Boden aus durchgeführt worden. Und damit wären auch deutsche Gerichte zuständig, wenn Bush am 20. Januar seine umfassende Immunität verlieren wird. Deutsche Gerichte könnten entweder zuständig sein nach dem Völkerstrafgesetzbuch, soweit der Vorwurf von Kriegsverbrechen im Raum steht, weil sie dort weltweit zuständig sind, oder sie wären zuständig deshalb, weil hier im Fall dieser Rendition Flights, dieser Auslieferungsflüge, relevante Handlungen in Deutschland vorgenommen worden sind, also der Tatort in Deutschland liegt. Auch das würde zu einer Zuständigkeit deutscher Gerichte führen. George W. Bush den Prozess zu machen, braucht es vor allem eins: mutige Staatsanwälte. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine hat international immer wieder zu der Forderung geführt, Wladimir Putin und andere Verantwortliche vor ein Kriegsverbrechertribunal zu stellen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat sogar einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Einer der mächtigsten Männer der Welt vor Gericht. Geht sowas überhaupt? Genau diese Frage stellte Monitor schon einmal, vor 15 Jahren nämlich, als es um den völkerrechtswidrigen Krieg der USA im Irak ging. Damals ging es um den US-Präsidenten George W. Bush. Ein Film aus dem Monitor-Archiv, der einige Fragen beantwortet, die sich heute wieder stellen. Seine Tage sind gezählt. Am 20. Januar 2009 wird George W. Bush der 43. Präsident der USA gewesen sein. Dieser Mann will, dass dem Präsidenten der Prozess gemacht wird. Er war einer der berühmtesten Staatsanwälte der Vereinigten Staaten. Vincent T. Bugliosi fordert eine Anklage gegen Bush wegen Mordes. Ein Strafverfahren gegen einen Ex-Präsidenten? Mit dem Ende seiner Amtszeit verliert Bush auch den umfassenden Schutz vor Strafverfolgung. Und könnte dann auch wegen des Irakkriegs angeklagt werden. Ein eindeutig völkerrechtswidriger Angriffskrieg, aufgebaut auf Lügen. Mit Zehntausenden Opfern. Iraker, US-Amerikaner. Wenn die Beweisaufnahme in dem Prozess ergeben sollte, dass Bush die Nation in einen Verteidigungskrieg geführt hat, wäre der Tod amerikanischer Soldaten juristisch gerechtfertigt. Wenn der Staatsanwalt jedoch beweisen kann, dass Bush den Krieg unter Vortäuschung falscher Tatsachen begonnen hat, dann wäre der Tod der Soldaten ungesetzlich und deshalb Mord. Die Anklageliste könnte lang werden. Die Misshandlungen und Folterungen im Gefängnis von Abu Ghraib wurden zum Teil angeordnet, jedenfalls geduldet, von Mitgliedern der Bush-Regierung. Und das Gefangenenlager in Guantanamo, ein rechtsfreier Raum, in dem Menschen schuldlos über Jahre festgehalten und misshandelt wurden, mit Wissen des US-Präsidenten. Straftaten, für die George W. Bush direkt verantwortlich gemacht werden kann, sagen auch deutsche Völkerrechtler. Wir kennen im Völkerstrafrecht die sogenannte Rechtsfigur der Vorgesetztenverantwortlichkeit, dass nämlich eine Person, die von Völkerrechtsverbrechen seiner Untergebenen weiß, gegen sie verhindern könnte, aber nichts tut, nicht einschreitet, auch sich dadurch verantwortlich macht. Umso mehr wäre das natürlich der Fall, wenn gar konkrete Befehle oder Anordnungen gegeben worden wären, Folterhandlungen etwa vorzunehmen. Müsste Bush also eine Anklage fürchten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag? Dessen Richter sind zuständig für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das wäre grundsätzlich möglich, auch wenn die USA den Gerichtshof nicht anerkennen. Wahrscheinlicher jedoch wäre eine Anklage gegen Bush vor einem US-amerikanischen Gericht. Wegen der US-amerikanischen Opfer im Irakkrieg. Nee, also Sie sagen immer, die NATO habe noch niemanden bedroht. Die USA gehören zur NATO.
Wir reden aber von der NATO. Ja. Wollen Sie ernsthaft sagen, die USA hätten noch nie jemanden bedroht? Wir reden von der NATO. Ja, ich bin doch kein Verteidiger amerikanischer Außenpolitik seit 200 Jahren, sondern ich rede nur von der NATO, seitdem es sie gibt. Wir dürfen die Doppelstandards. Sie hat auch übrigens die deutsche Freiheit. Wir dürfen die Doppelstandards nicht endlos weiterführen, sonst werden wir nie zum Frieden beitragen. Wohin? Ich bin der Meinung, Entschuldigung, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass Herr Biden ein Kriegsverbrecher ist. Das würden Sie nie unterschreiben, weil Sie sagen, wo das Kriegsverbrechen begangen hat. Er hat zum Beispiel den Irakkrieg. Sie müssen mir es ja gar nicht unterstellen. Wenn ich es jetzt tue, dann dürfen Sie es sagen, aber Sie müssen es mir jetzt nicht pauschal unterstellen. Gut, ich frage Sie dann, ist Biden ein Kriegsverbrecher? Oder sind US-Präsidenten jemals Kriegsverbrecher? Wir bleiben bei Biden. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, selbstverständlich nicht. Bush auch nicht. Der Nein, ist kein Kriegsverbrecher. Ja gut, dann brauchen wir nicht weiter zu reden. Dann überlasse ich das dem Publikum. Biden hatte die Außenpolitik der USA über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Zunächst 12 Jahre als Senator im Ausschuss für Außenpolitik, später 8 Jahre als Vizepräsident unter Barack Obama. In dieser ganzen Zeit hatte Biden viele militärische Einsätze befürwortet. Joe Biden glaubt ganz gewiss an das, was er Amerikas Führungsrolle nennt. Das bedeutet Vorherrschaft der USA und militärische Intervention. Er glaubt, Amerika habe das Recht, überall und jederzeit zu intervenieren. Biden war als US-Senator vehementer Verfechter von US-Militärinterventionen. Zum Beispiel in Serbien 1999. Die NATO bombardiert Belgrad. Eines der Hauptziele? Slobodan Milosevic zu einem Rückzug aus dem Kosovo zu zwingen. Joe Biden war schon Jahre zuvor ein Befürworter einer US-Militärintervention auf dem Balkan, aus humanitären Gründen, wie er sagte. Ich habe ja empfohlen, Belgrad zu bombardieren. Ich habe vorgeschlagen, amerikanische Piloten reinzuschicken und alle Brücken über dem Drina-Fluss in die Luft zu jagen. Ich habe vorgeschlagen, seine Ölvorräte auszuschalten. Ich habe ganz konkrete Aktionen vorgeschlagen. Beispiel Afghanistan 2001. Nach dem 11. September bombardieren die USA die Taliban, die mit der Terrororganisation Al-Qaida zusammenarbeiten. Es ist der Beginn des längsten Krieges in der US-Geschichte. US-Senator Biden ist auch hier ein starker Befürworter einer US-Intervention. Republikaner und Demokraten sind vereint in der Entschlossenheit, diesen Krieg erfolgreich abzuschließen. Und auch bei der Entscheidung, im Irak einzumarschieren und Saddam Hussein zu stürzen, spielte Biden eine entscheidende Rolle. 2003 präsentierte US-Außenminister Colin Powell der Welt angebliche Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge. Doch die wurden nie gefunden. Die US-Regierung hatte die Welt belogen. George W. Bush hatte bei seinen Plänen einen mächtigen und einflussreichen Verbündeten, den demokratischen Senator Joe Biden, der einen Einmarsch im Irak schon Jahre zuvor gefordert hatte. Solange Saddam an der Macht ist, besteht keinerlei Aussicht darauf, dass wir sein gesamtes Programm der Massenvernichtungswaffen ausmerzen können. Der einzige Weg, um Saddam Hussein loszuwerden, ist der. Wir müssen am Ende alleine losschlagen. Alleine losschlagen. Und es wird Männer in Uniform brauchen wie Sie, die zu Fuß in die Wüste gehen und Saddam ausschalten. Biden hat als Ausschussvorsitzender im US-Senat eine entscheidende Rolle gespielt. Er war sehr einflussreich und erfolgreich darin, die Leute zu überzeugen, diesen Krieg im Irak zu führen. Er war sehr bestimmt, ein Hardliner, und er blieb auch sehr lange Zeit danach ein Unterstützer und Verteidiger des Irakkriegs. Es war Joe Biden, der als Ausschussvorsitzender den Weg für jene desaströse Intervention geebnet hat, die dieses Land bis heute in Atem hält und die Millionen von Irakern das Leben gekostet hat. Erst Jahre später ändert Biden seine Haltung. Als Vizepräsident nennt er den Irakkrieg einen Fehler und wendet sich gegen eine Truppenaufstockung in Afghanistan. Den sogenannten Krieg gegen den Terror aber will Biden weltweit weiterführen, nur mit anderen Mitteln. Kleinere Missionen mit Spezialeinheiten statt großer Interventionen mit Zehntausenden Soldaten. Dabei setzt er auch auf bewaffnete Drohnen, die von Somalia bis Pakistan jederzeit zuschlagen können. By implementing these types of
Durch diese Politik, die Joe Biden in der Obama-Administration leidenschaftlich vertreten hatte, wurde die Kultur eines endlosen, weltweiten Krieges institutionalisiert. Aber wir müssen auch über die humanitären Folgen vor Ort sprechen. Diese Politik ist ein Desaster für eine ganze Reihe von Ländern, die allesamt destabilisiert wurden, mit tausenden zivilen Toten in Libyen, Afghanistan, Irak. Heute schlägt Biden auch gemäßigte Töne an. Er wolle endlose Kriege beenden und US-Truppen abziehen. Er wolle zurück zum Atomabkommen mit dem Iran und die US-Unterstützung im Jemenkrieg beenden.